Qualität meiner Aktivität, die Art meiner Aktivität, wird also definitiv davon bestimmt, welche Art von Körper, welche Art von Verstand, welche Art von Energie man in sich trägt. Ist es nicht so? Gerade eben, als ich in Atlanta in ein Flugzeug stieg, stand eine Dame neben mir, die so viele Dinge trug, Schmuck und große, dicke Armbänder und alles. Dann zog sie ein paar kleinere aus. Soll ich diese auch ausziehen? Die Sicherheitskräfte TSA sagen, ja, 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 alles. Dann sagte ich zu ihr, sehen Sie, Sie haben Bin Laden erschossen, trotzdem läuft es nicht. Er hat unser Leben völlig verändert, zumindest die Art, wie wir reisen. Du musst deine Schuhe ausziehen, du musst dies tun, du musst in die Maschine steigen, wo sie dir die Hose ausziehen. Ja, entweder du wirst abgetastet oder du stellst dich mit ausgezogener Hose in eine Maschine. Eines dieser Dinge musst du tun. Er ist also ein sehr erfolgreicher Mann. Sie haben ihn vielleicht erschossen, aber er ist ein sehr erfolgreicher Mann, denn er hat unser Leben mehr beeinflusst, als wir sein Leben jemals beeinflusst haben. Ist es nicht so? Ja oder nein? Hat er unser Leben nicht mehr beeinflusst als fast jeder andere? Er hat unser Leben bis zu einem Punkt beeinflusst, einfach die Art, wie wir existieren, hat sich verändert, nicht wahr? Nun bedeutet ein Flughafen, dass du denken musst, oh, du kannst nicht fröhlich in den Urlaub fahren, du musst alles ausziehen, bevor du ein Flugzeug betrittst. Unsere Vorstellung von Erfolg oder der Qualität von Erfolg kommt also im Wesentlichen von dem, was in unserem Verstand passiert, was in unserem Körper passiert und was in unserer Energie passiert. Ist es nicht so? Ja, definitiv, nicht wahr? Also deinen Körper sehr angenehm zu machen, deinen Verstand sehr angenehm zu machen, deine Energien sehr angenehm zu machen, das muss geschehen, bevor ein Mensch sich auf den Weg zum Erfolg macht. Wenn er unangenehm in seinem Körper, unangenehm in seinem Verstand, unangenehm in seiner Energie ist, wird er, wenn er nach Erfolg strebt, überall Unangenehmes verbreiten. Seine Vorstellung von Erfolg wird so sein, weil man nur das tun kann, was man ist. Man kann nichts anderes tun als das, was man ist, nicht wahr? Ja oder nein? Kannst du etwas mehr tun, als was du bist? Du kannst nur tun, was du bist. Wenn du dich gerade sehr angenehm fühlst, wirst du beabsichtigen, allen um dich herum Angenehmes zu tun. Wenn du dich gerade unangenehm fühlst, wirst du natürlich auch allen anderen Unangenehmes antun, nicht wahr? Wenn ich dich treffe, wenn du sehr glücklich bist, bin ich sicher, dass du ein wunderbarer Mensch bist. Wenn ich dich treffe, wenn du unglücklich, frustriert oder wütend bist, bist du fähig, gemein zu sein, nicht wahr? Gilt das nicht für jeden Menschen? Ja oder nein? Das Problem mit Osama bin Laden ist also nicht, ob er gut oder böse ist. Er befindet sich in einem gewissen Zustand des Unbehagens, aus welchem Grund auch immer. Er ist wütend. Wut ist Unbehagen, nicht wahr? Wenn ein Mann wütend ist, dann passiert das. Je mächtiger er ist, je erfolgreicher er ist, desto mehr Unbehagen vermag er zu verbreiten, nicht wahr? Ja oder nein? Nun, wie du dich selbst hältst, ist definitiv, bevor du dich in die Welt begibst, bevor du irgendeinen anderen Menschen berührst, diesen hier vollkommen angenehm zu machen, ist eine grundlegende Verantwortung, nicht wahr? Bevor du ein anderes Leben berührst, musst du dieses Leben zu einem sehr angenehmen Prozess machen. Dann berührst du alles, was du berührst, auf eine angenehme Art. Wenn du das aus irgendeinem Grund unangenehm machst, was auch immer dein Grund sein mag, wirst du natürlich Unbehagen in der Welt verbreiten.